Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Ethereum 2.0. Wie stabil ist das Ganze? Was erwartet uns in den kommenden Monaten? Dann sprechen wir über Schwedens Digitalwährung und die Top-Kryptowährungen in... Form vom Volumen schauen wir uns ganz kurz an. Springen wir gleich in diese erste News Story und zwar geht es um Ethereum 2.0. Bei Ethereum steht die sogenannte Difficulty Bomb an. Das heißt, man will äh, relativ bald von Proof of Work zu Proof of Stake gehen. Man hat jetzt diese Difficulty Bomb nach hinten geschoben. Äh, das letzte Mal bis zu 600 Tage. Und jetzt will man natürlich langsam aber sicher auf Ethereum 2.0 gehen um so dieser Difficulty Bomb zu entgehen. Jetzt sagt man, dass eventuell schon Mitte 2020 Ethereum 2.0 kommen ko könnte. Und die große Frage hier ist, wie stabil wird das Ganze sein? Stabilität können wir in Form von Blockzeit oder Hashrate eigentlich ausdrücken, indem wir zeigen, ob das Netzwerk einen bzw. das Upgrade einen Einfluss auf die Blockzeit und die Hashrate hat. Jetzt hat Ethereum hat extrem viel Hard -Forks in der letzten Zeit gehabt, aber auch Bitcoin hat ja unterschiedlichste Hard -Forks gehabt. Und wenn wir hier für die Podcaster die Blockzeit in Sekunden für Bitcoin anschauen, dann sehen wir, dass es jetzt nicht so krasse Schwankungen gehabt hat bei den unterschiedlichen Volks. Wir haben das erste, die erste Halbierung, die zweite Halbierung, wir haben natürlich Segwit, Bitcoin SV, Bitcoin Cash und solche Änderungen, aber mehr oder weniger jetzt bis auf die zwei Extrema hier ist hier nicht wirklich viel in Form von Blockzeit passiert. Man muss aber auch sagen, die Blockzeit allgemein im Vergleich zu Ethereum ist natürlich viel höher. Das heißt, wir haben hier Schwankungen von bis zu 200 Sekunden bzw. bis zu 400 Sekunden. Und wenn wir uns jetzt gleich Ethereum anschauen, dann werden wir sehen, die Blockzeiten sind dann natürlich ganz anders. Für die Podcast-Hörer, wir se sehen uns jetzt den gleichen Graph, aber für Ethereum an. Das heißt, wir sehen uns die unterschiedlichsten ähm, Hardforks an, natürlich den DAO-Hardfork, dann gab es das Byzantium, Istanbul, Konstantinopel, Petersburg. Da sehen wir schon, die Schwankungen sind viel stärker. Nur in den Blockzeiten ist das natürlich auch irgendwo zwischen einer Verdoppelung und etwa, sagen wir, 30 bis 50 Prozent. Das heißt, wir sehen hier, es, es schwankt natürlich viel stärker. Das ist jetzt bei Ethereum auch viel stärker spürbar. Und die große Frage ist, wie wird sich diese Blockzeit auswirken, wenn Ethereum 2.0 kommt? Wird es etwa gleich bleiben? Wird es sogar tiefer sein, etwa zwischen 10 und 15 Sekunden oder wird sie wieder ansteigen wie bei Byzantium beziehungsweise kurz vorne dran. Gleich auch bei der Hash Rate, jetzt vergleichen wir Hash Rate von Ethereum mit dem Preis von Ethereum, der Preis von Ethereum hier in Grau für die Podcaster und dann in Orange ähm, die Hash Rate. Und was wir hier sehen, ist eigentlich, dass die Hashrate konstant mit dem Preis nach oben gegangen ist. Wir hatten eigentlich eine ähnliche Entwicklung bei Bitcoin bis etwa 2018 hier, beziehungsweise hier hat natürlich der Preis seinen Höhepunkt erreicht und ab dann ging es dann ein bisschen seitwärts. Und sogar noch unten. Das heißt, normalerweise, ich glaubte bei Bitcoin eine ähnliche Bewegung gesehen zu haben, hinkt die Hash Rate dem Preis ein bisschen hinten nach. Das heißt, wenn jetzt der Preis hier wieder steigen wird, sollte die Hash Rate eigentlich auch zusammen folgen. Das heißt, wenn wir hier Richtung Tausender Grenze gehen mit dem Ethereum Preis, sollte die Hash Rate da entsprechend auch mitkommen. Wird Ethereum 2.0 da einen Einfluss haben? Wir werden es sehen. Es wird natürlich grundsätzlich das ganze äh, Mining, also die Schürfaktivität von Ethereum beeinträchtigen. Proof of Work wird dann nicht mehr sein, sondern Proof of Stake wird kommen. Das heißt, all die Leute, die in die Hardware investiert haben, äh, haben grundsätzlich eine Investition getätigt, die sie jetzt nicht mehr brauchen können. Das ist da die große Frage. Wird Ethereum an Stakern in diesem Fall nicht an Minern verlieren? Und wie wird es weitergehen? Das heißt, es bleibt spannend für Ethereum. Ethereum ist natürlich gleichzeitig auch die Krypto, die entsprechend am meisten äh, Derivate von sich ähm, kreiert hat beziehungsweise Andere von Ethereum kreiert haben. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Kryptowährungen, die auf Ethereum bzw. ERC20 basieren. Es bleibt also spannend. Ich werde euch sicher auf dem Laufenden halten bezüglich 2.0. Wir springen nach Schweden und Schweden möchte eine digitale Zentralbankwährung testen. Ich habe euch gesagt, das wird dieses Jahr noch viel kommen und jetzt kommt es in Schweden sehr wahrscheinlich dazu zu einem Pilotprojekt, das bis Februar 2021 laufen soll. Also ein Jahr und es wird die E-Krone sein. Die E-Krone soll eingeführt werden und es wird vor allem auch für die Öffentlichkeit eingeführt und wir werden sehen inwiefern die Öffentlichkeit darauf reagieren wird. Schweden ist insofern ein spannendes Beispiel, weil Schweden so ziemlich äh, eines der bargeldlosesten Gesellschaften der Welt ist, also in Schweden kommt ihr komplett mit Karte bzw. Apple oder Google Pay äh, kommt ihr über die Runden ohne Probleme. Das heißt, Bargeld ist fast nicht existent. Ihr könnt nach wie vor mit Bargeld bezahlen, aber man kann wirklich von Zugtickets bis zum Café alles mit der Karte bezahlen. Das heißt, wir werden jetzt sehen, inwiefern jetzt eine Blockchain-Währung da wirklich ein Problem lösen wird, weil in Schweden funktioniert das System so, wie es ist. Und wir werden definitiv da noch weitere News hören. Und als letzte News Story, und das finde ich noch relativ spannend, geht es darum, welche Kryptowährungen am liquidesten waren im 2019, beziehungsweise momentan am liquidesten sind. Wir sehen hier vor allem Bitcoin als, ich sag mal, liquideste Währung von 2017, innert 24 Stunden 171 Milliarden an Volumen, also Milliarden US-Dollar an Volumen wurde getradet. 2017 war so ziemlich der Höhepunkt vom Hype, ihr, ihr erinnert euch vielleicht. 2018-19 ist das natürlich eingebrochen, war nicht mal, äh, also war, war etwa bei 6 Milliarden US-Dollar im 2019 und das sehen wir natürlich, das ist ein extremer Rückgang. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind wir heute? Stand heute, das heißt, äh, beziehungsweise vor zwei Tagen, Februar 19, äh, 19. Februar 2020, so jetzt richtig, ähm, sind wir bei 46 Milliarden US-Dollar an täglichem oder 24 Stunden Trading Volumen. Das heißt, wir kommen wieder in die Gänge, Bitcoin ist wieder attraktiv, Bitcoin äh, gewinnt an ähm, an Momentum und das heißt, dass es wird definitiv auch mit dem Preis spannend in den kommenden Monaten. Auch Ethereum war grundsätzlich ähm, sehr, äh, ich sag mal, attraktiv als, als vom, vom Trading Volumen ähm, Standpunkt. Im 18. war es noch ähm, die an, an an dritter Stelle. Und später dann ist es gestiegen. Das heißt, 19. Februar 2020 im 24-Stunden-Window, ähm, äh, also im 24-Stunden-Fenster, sehen wir hier innert, ähm, auf, auf 23 Milliarden US-Dollar in 24 Stunden gestiegen. Das heißt, es ist zwar immer noch kleiner als Bitcoin, aber auch bei Ethereum kommt Momentum ins spiel. die anderen kryptos natürlich einige kryptos haben da an volumen verloren auch rein an äh, marktkapitalisierung. hier wird jetzt das Be beispiel von monero gemacht aber auch von litecoin das weiterhin am steigen ist. bei litecoin war es natürlich ähm, nicht so viel wie bei bitcoin und ethereum aber immer noch 5,5 milliarden us dollar. was jetzt ganz spannend ist und das bringt mich zum letzten punkt hier USDT, also Tether, hat 56 Milliarden US Dollar in einem 24 Stunden Fenster an Trading Volumen erzeugt. Das heißt, es ist die most traded, also das most traded Crypto Asset. Das bedeutet, das am meisten gehandelte Crypto Asset, also Crypto Vermögenswert, ist USDT. Jetzt, wir wissen alle USDT, ich sage euch immer, lasst die Finger davon und ich stehe nach wie vor zu dem Statement, weil USDT ist halt immer eine wackelige Sache. Es soll 1 zu 1 gebackt sein mit dem US-Dollar. Wir haben jetzt aber in den letzten Jahren immer wieder Berichte gehört, dass das eben nicht stimmt, beziehungsweise dass sie niemand an die ähm, Bücher lassen und das ist eigentlich grundsätzlich immer ein Problem. Jetzt habe ich aber auch letztens eine Theorie gelesen, dass USDT, also Tether, eine Möglichkeit für die Chinesen. Nächsten ist, den ganzen ähm, US-Dollar, äh, die US-Dollar-Währung ein bisschen zu kontrollieren, beziehungsweise weil sie eben keinen direkten Einfluss auf den US-Dollar haben, können sie mit USDT, also auf Tether, einen indirekten Einfluss ausüben. ist eine in interessante Theorie, aber eben, ich lese jetzt da nicht zu viel mit rein. Fakt ist, Tether hat ähm, an Volumen wieder gewonnen und ist die Nummer 1 in Sachen Kryptowährungsvolumen. Das wird in den kommenden Tagen sich ändern und in den kommenden Monaten. Es wird sicher noch ein paar Wechsel da geben. Das bedeutet aber grundsätzlich, dass 2020 sich definitiv zu einem besseren Kryptojahr zu mausern scheint. Das heißt, dass wenn das Volumen ansteigt, ist das Interesse da. Wenn das Interesse da ist, ist die Nachfrage da. Wenn die Nachfrage da ist, wird der Preis steigen. Das ist so ein Mittel, mit was man grundsätzlich den Preis ein bisschen mitverfolgen kann. Von daher würde ich sagen, wir bleiben dran. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Macht's gut. Und bis dann.